seine Fresse. Was hat er? Was hat er? Schwein, Junge! Der trinkt halt auch mal Kartoffelsalatschüssel. Yo, was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu diesem unglaublich tollen Video. Mit dabei ist heute der liebenswürdige und allerbeste Escation, Tobi. Hallo. Digga, wann war ich das letzte Mal so in dem Video? Ach, das war gar nicht lange her, ne? Nee, es ist überhaupt nicht lange her. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ja, ich kann mit keinem humormäßig so viben wie mit dir. Deshalb habe ich dich dazu gezogen. Alter, ich würde jetzt am liebsten runtergehen Tobi, und dich küssen. Tobi, lass es einfach. Aber bleib Corona, oben bleib einfach oben im Büro sitzen. Ihr seht es gerade, meine Freunde, wir befinden uns in Discord. Tobi hat ein unglaublich geiles Profilbild hier, meine Freunde. Wir zwei haben was ganz Besonderes vor. Diese Idee kommt vom guten YouTuber Mimulus. Wie schreibt man das aus? Und der Ehrenbruder macht ein Format, das da heißt Videos mit null Aufrufen. Tobi und ich haben uns Search Terms rausgesucht, die wir jetzt gemeinsam eingeben. Bei mir sind es Prank und Freunde, bei Tobi ist es Megafail. Wir werden nach Upload-Datum sortieren und dann gucken, welche Videos da so aufpoppen. Ich mache eine kurze Bildschirmübertragung an und da macht Tobi gleich eine Bildschirmübertragung an, die wir aufzeichnen werden. Und ja, ich würde sagen, Tobi, bist du ready für ein absolut wildes Video? Ich muss da jetzt einfach hingucken und stark sein. So, wir gehen rein, meine Freunde. Ich fange an mit Prank und Freundin. Ich bin mal gespannt, was dabei so rumkommt. So, wir gehen natürlich erstmal hin und machen Last Hour. Da schauen wir nochmal rein, was Noah Kessler hier für eine Sch*** gemacht hat. Let's go, meine Freunde. Ja, unsichtbare Wandprank an, Freunde. Noah Kessler, ich bin gespannt. Let's go. Ja, willkommen zum neuen Video, Leute. Ja, mal wieder mit der Kamera. Ich habe damals 300 Euro für die Kamera gezahlt und jetzt muss ich die auch mal nutzen. Ja, ja. Der zittert ein bisschen. Digga, wieso hat er 300 Euro bezahlt für eine Kamera? Der hat 10.000 Subscriber, Alter. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Ich, der beste Freundin. Wer sich erinnert, der erste Prank. Was? Was hat er gesagt? Der erste Prank. Nee, warte, hör mal. Ich, der? Ist einfach abgeschnitten. Ich, der beste Freundin. Wer sich erinnert. Der beste Freund hier. Der erste Prank auf diesem Kanal an Robin war damals der unsichtbare Wandprank. Mhm. Ja. Also man muss schon sagen, man hat das, wenn man da, man sieht das nicht. Absolut unsichtbar. Man sieht es nicht. Man sieht nicht, dass da was reflektiert. Digga, als ob der das nicht sieht. Und das mache ich jetzt einfach nochmal. Für diese unfassbar kreative Idee jetzt 160 Likes hoch. Bei 160 Likes kommt noch irgendein Prank. Ihr könnt ihr mal Vorschläge reinschreiben. Also hier ist Kamera, hier sind Dingens. Digga, wie professionell der ist, Bro. What the f***, Alter. Der nimmt's richtig ernst. Und inkompetente Musik im Hintergrund, hörst du? Den Scheiß auf. Ja. Hier an der Türe, wo sie dann reinkommen, tue ich jetzt halt Klebeband hin, wo sie dann reinläuft. Und dann ist das total lustig. Weiß ich, also ja. Also guck mal, als ob man das nicht sieht. Man muss ja genau auf die Reaction achten. Keine Sorge, Leute, wir fangen ja nur harmlos an. Also das Ziel ist schon irgendwann, ich muss erst mal gucken, wie sie reagiert und so. Und irgendwann, wir steigern uns und irgendwann mache ich mal so ein, ich hab dich betrogen. Sagt man da oben dann? Nee, sagt man nicht. Und er hat jetzt quasi scheinbar eine neue Freundin und möchte jetzt erstmal harmlos anfangen und sie dann irgendwann in einem Prank betrügen. Das ist ein Ehrenmove. In zwei Jahren, ich würde sagen, in zwei Jahren wirft er sie von der Brücke oder so. Digga, let's go. Oh, diesmal ist es besser gemacht, guck mal. Oh, Memo, aber wenn zu ist? Ja, wenn zu ist... sorry, Bro. Ja, Noah Kessler, ich bitte dich. Man muss auf die Reaktion auch achten. Achtung. Noah. Du hast es geschafft, Noah. Das ging ja absolut nach hinten los, Bro. Ja, Noah Kessler, tolles Video. Wir schauen weiter. Freundin, Prank Achieve, Prank Tagebuch ein. Hashtag Deutsch, Hashtag Comedy, Hashtag Prank. Der Bruder lebt in 2013 mit Hashtag. Let's go. Oha. Digga, das ist so einfach schon. Der geht mal wieder im Keller. Wo ist deine Freundin, Bro? Was hat der dabei, Junge? Was hat der vor? Digga, Freundin Prank Achieve, wieso gehst du in den Keller mit Seil und einer Flasche Essig, Digga? Was hast du vor? Achtung. Digga, perfekt, ich höre gar nichts. In dem Video habe ich mal versucht, meine Freundin zu pranken. Den Prank habe ich mir natürlich nicht selber ausgedacht. Nein, den Prank habe ich hier aus diesem Buch von BrayTV. Okay. Was macht der denn da, Digga? Ist der in eine Wohnung eingebrochen? Warum ist der nackt? Der ist wirklich nackt. Wo ist er? Bro! Der hat den Prank nicht mal erklärt. Bro, was ist das Ziel? Das Handy ist in der Flasche drin und jetzt? Da ist sogar noch Pepsi drin gewesen. Das läuft alles in den Lautsprecher und macht das Handy kaputt. Hä, hey, warum hat er sie nicht angerufen einfach? Ja, warum? Ich kenn das hier so. Oh nein, er hat sie erwischt auf frischer Tat, dass sie ihr Handy immer zum Laden in die Flasche Pepsi stellt. Ich hab keine Ahnung. Ich schlupp aus. Ich bin sauer. Ich hab keine Ahnung. Hä? Nein, das hängt ohne Schutzhülle.
Das ist nicht wasserdicht. Da ist kein Wasser drin. Da ist auch nichts. Da ist Cola drin. Nein, da habe ich geguckt, das kommt gar nicht dran. Hey, der ist gerade geleakt. Guck mal, wie innovativ ich das gemacht habe. So, hä? Warum löst er das auf? Digga, ich bin einfach nur... Die haben sich danach getrennt, hoffentlich nicht. Das ist so. Digga, ich verstehe hier nichts. Ich verstehe den Kontext, ich verstehe das ganze Video nicht. Top Prank auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, alles, was man beim Prank rausschneidet, hat der reingeschnitten. Und alles, was man reinschneidet, hat der rausgeschnitten. Kauft euch auf jeden Fall das Buch von Marc-René Lochmann. Wir schauen weiter. Tobi, soll ich mal einfach Mega Fail eingeben? Ja, mach du, komm, wir suchen es bei dir direkt. Mega Fail. Mega Fail in Dead Rising 2. Das ist nicht Dead Rising 2. Das ist nicht Dead Rising 2. Das ist ein Junge mit einem Besenstiel. Der ist hingefallen. Er ist tot? Er ist, Digga, warum filmt der nur den Boden? Welche Sprache spricht der? Ist es überhaupt eine Sprache? Ah, hier, guck mal das hier. Expectativa, Realidad. Ja. Also, das Link sieht auch absolut beschissen aus. Sieht auch saugruselig aus. Ist das Butter? Jetzt Popcorn oder... Tja, oh, guck mal, nee. Was ist das? Digga. Digga, der hat jetzt doch safe einen Re-Upload. Das ist sein Video, ist, Bro. Guck mal da unten. Hey, was soll das? Guck mal, was ist das oben? Das ist ja nie was im Vergleich zu Mann. Digga, ich weiß es nicht. Was wolltest du hier noch angeschaut haben? Ah, Just Dance. Da, Packer, ja, Packer. Oh, ja, 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 ja. Das hört sich einfach kategorisch falsch an, das anzugucken, das, Digga. Das hört sich einfach falsch an. 1,6 Liter Martini Sahne Erdbeer Barbershake. Digga, bist du gestört? Was ist das? Holy shit. Ach du Scheiße, Alter. Wir gehen direkt dahin, wo er säuft. Digga, der säuft 1 Liter Alkohol, hallo. Die Uhr rechts, Digga, die ist größer als dein Kopf. Der säuft 1,5 Liter Martini. Naja, mit Ostseehimmel Sahne Erdbeer Barber. Ja, Digga. Okay, hat das wenigstens gelohnt von den Views her? Boah. Der macht weiter. Natürlich noch eine ganze Rest nehmen. Der trinkt dann auch eine Kartoffelsalatschüssel. Was ist das denn? Bro, was machst du denn da? Aus welchem Grund besäufst du dich? Warum fühlt sich mein Magen auf einmal so? Warum sich dein Magen trinkst? So fühlt? Bro, du hast 1,5 Liter Alkohol gesoffen. Natürlich fühlt sich dein Magen so. Ist er am Ende wenigstens besoffen? Mein Magen hat dann einfach gesagt, nee, ist das. Der ist jetzt schon kaputt, guck mal. Weißt du, was da gerade noch vorgeschlagen wurde von ihm? Lohnt was denn? Es sich Fleischwurst unter Früchte Müsli oder so zu? Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Digga, vor allem immer in diesem selben Behälter macht er das. So guck mal. Und da macht er jetzt Fleischwurst rein. Zwei Trauben, zwei Pflaumen. Oder Zwitschgen. Zwitschgen. Bisher normale Früchtesmoothie. Wer hat da schon Fleischwurst rein? Wah, wie sieht das aus? Digga, ist das eklig, warte mal. Ja, der hat so eine... Ja, braune Farbe. Der hat da Wurst reingemacht. So lohnt es sich. Digga, also sorry, nee. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind an der Stelle mit diesem wunderbaren Video durch. Wir haben eine Menge tollen Content finden dürfen. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, Videos mit 0 aufrufen, lasst einen Daumen nach oben da. Ich schau mir gleich in die Hose, weil ich eben richtig viel Kaffee getrunken habe. Ein USB-Gerät wurde bei mir mal wieder nicht erkannt. Grüße geht raus an der Stelle. Ich bin raus und schaut gerne bei Tobi vorbei. Und ciao.